Hallöchen, ihr Hübschen. Hier steht mein Mülleimer. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt den Weg hier lang gegangen. Oh, guck mal, da ist ein Ei drin. Das ist es denn immer? Ist das Ei jetzt roh oder ist es gekocht? Auf jeden Fall hat Anja wieder was gefunden, wo andere wieder schreien würden bei YouTube oder sonst wo. Was sammelt die Frau ihren Müll ein oder den Müll? Ich kann auch nicht dafür, wenn Leute irgendeinen Müll hier stehen lassen. Also ich finde den Eimer ja ganz nett und ganz schön, aber das Ei, das mag ich überhaupt nicht. Ich meine, was soll das überhaupt? Schnitzeljagd, die moderne Schnitzeljagd hier. Und ich bin natürlich auf dem Weg nach Hause. Und hier nehme ich jetzt einfach den Eimer mitchen. Und das Ei werde ich gleich wegschmeißen, weil man weiß ja nie, was das ist. Und den Eimer, den kann man auch gut nutzen als Putzeimer. Mülleimer und ich freue mich des Lebens, dass ich mal wieder was gefunden habe für mich. Und ich möchte auch mal sagen, die Menschen, die jetzt hier schreien, dass ich den Müll mitnehme oder wegschmeiße oder mitnehme und dann wegschmeiße, da möchte ich noch mal sagen, das ist fürs Ordnungsamt eigentlich. Und ich arbeite leider nicht als Ordnungsämtlerin oder als Mülldetektivin, was ich letztens gesehen habe im Fernsehen, wo ich dann auch sehr inspiriert davon war und gedacht habe, ja, ey, Mülldetektivin, das wäre jetzt auch noch was für mich. Aber da sollte man ja auch Abitur oder sonst was haben oder keine Ahnung, was man für Studiengänge für einen Mülldetektiv haben muss. Aber ich bin erfreut, dass ich hier ein bisschen schöner, ich finde auch sehr schöne Sachen. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Geld auf der Straße finde, warum soll ich das Geld nicht einfach mitnehmen? Also Leute, ich nehme immer gerne alles mit, was ich so finde, was ich schön finde oder was ich überhaupt nicht schön finde. Und schmeiße es dann natürlich in den Müll. Und das machen nicht die Müllmänner, das macht das Ordnungsamt. Und dann kommen die Leute erstmal hier raus. Und ansonsten machen das die Leute hier in Münster selber. Weil wir haben so eine Aktion. Wir haben immer einmal im Jahr oder zumindest zweimal, ich glaube nur einmal. Einmal im Jahr gibt es eine Aktion, die heißt Sauberes Münster. Und dann machen die Bürger von Münster, die sammeln selber den Müll ein und schmeißen den dann sozusagen weg. Oder es gibt halt eine Abhol. Also es gibt so einen Termin dafür, dass es so eine Sammelaktion immer gibt. Und die, das finde ich sehr schön, ich habe dieses Jahr mitgemacht. Und die Beutel werden dann an den Termin, wo man dann den Termin gemacht hat, wann man sammelt, an den gleichen Tag abgeholt oder am nächsten Tag. Und hier sieht man natürlich auch ganz schön viel Müll. Und das traurigste und doch sehr... Also hier könnt ihr mal sehen, wenn ich jetzt anfangen würde mit meinem kleinen Mülleimer, dieses einzusammeln von diesen Menschen, die hier zwischendurch mal ihren Qualm verrichten, ist es einfach so. Ich werde jetzt einmal das Video beenden und das umdrehen, damit ich mit euch unterhalten kann. Einen wunderschönen guten Tag oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Sonne noch da. Leute, die Sonne ist noch da und ich wollte euch mal hier noch ein kleines Müllvideo machen. Besser gesagt, es ist kein Müllvideo. Also ich meine, ich bin doch dafür da, als guter Bürger des Landes oder der Erde, dafür selbst auch mitzusorgen, dass etwas Sauberkeit in unser Grundwasser kommt. Auch wenn ich hier an einer Stelle sitze, wo ich den Handschuh nehmen müsste und das Ganze alles abgrasen. Aber da mir ja vor ein paar Tagen oder Wochen bei YouTube geschrieben worden wurde, ob ich denn eifersüchtig sei und ob ich eifersüchtig sei auf die Menschen, die die Arbeit haben, den Müll einzusammeln, oder ob ich... was stand da noch? Wartet mal. Muss mal kurz überlegen. Ob ich den Müll klaue. Ich klaue den Müll, Leute. Das ist vielleicht deine Ansicht dazu, deine Wahrnehmung, aber ich bin dabei hier frisch, fröhlich dabei, wirklich oftmals Müllsäcke aus den Feldern zu holen und die dann in den entsprechenden Müll zu bringen.
Und ich mache das gerne, weil ich auf dieser Erde hier lebe und wohne und auch weiß, was alles von unserer Chemie, doch mit diesen Zigaretten da unten, in unser Grundwasser fließt und dass das in unseren Körper kommt irgendwann. Es kommt irgendwann in unseren Körper. Vielleicht haben wir aber auch Glück, dass es nicht in unseren Körpern reinkommt, sondern in unseren unseren Nachgängern oder so, ich meine, unsere Zukunft, also unseren Kindern und Kindeskindern oder eure Kinder und Kindeskinder, dass sie dann das Wasser erst bekommen, statt du selbst oder ich selbst. Was ich aber gar nicht mal so richtig vermute, sondern dass ich wirklich denke, dass dieses Wasser uns auch nährt und trägt. Das ist aber auch nur meine Meinung. Eure Meinung ist es ja, wie auch immer, es ist eure Sache. Wie ich es immer sage, nehmt das raus, was euch anspricht. In jedem Fall, in jedem Buch, in jedem, in jedem Video von irgendjemanden, in jedem TV-Sendung oder Werbung, Nachrichten, was auch immer. Das könnt ihr alles selbst sehen. Ich wollte jetzt mal euch mal diese schönen Wolken hier zeigen, die ich für schön empfinde. Andere würden jetzt sagen, ach, nee. Was auch immer. Ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt so. Denn es ist nämlich etwas sehr windig und ich bin hier gerne auf dieser Bank. Und ich habe ja vorhin, ich schneide das Video zusammen. Es wird ein bisschen länger sein. Es tut mir ja sehr leid, aber ist es halt so. Ich habe so einen schönen Eimer gefunden auf dem Weg. Und natürlich könnt ihr jetzt auch meinetwegen sagen, ja, die hat ihn selber dahingestellt mit dem Ei da drin. Pustekuchen, Leute. Ich habe auch nicht... Also, Leute, wenn ihr das jetzt meint, dass ich hier die ganze Zeit rauche, dann ist es eure Sache. Aber ihr könnt viele Menschen fragen irgendwann nur, warum könnt ihr... Braucht ihr gar nicht, Mensch. Aber ich kann euch sagen, wirklich, ich rauche nur, wenn mit bei den Nachbarn, wenn sie mal eine Zigarette rauchen. Natürlich auch, wenn die Nachbarn mal durchs Treppenhaus rennen mit der Zigarette und man gleich wieder diesen Rauch in der Wohnung hat. Das ist sehr traurig und sehr schade, weil eigentlich bin ich bin rauchfrei. Leute, nicht eigentlich, ich bin rauchfrei. Aber so manche Menschen, die halt rauchen und der Rauch kommt irgendwann irgendwo hin. Entweder wenn du neben einem Raucher sitzt, dann wirst du auch angeraucht. Aber das ist ja deren Sache. Deswegen, Leute, ihr könnt rauchen, was ihr wollt. Das ist eure Sache. Ich bin ein gesunder Mensch, ich trinke auch nur stilles Wasser oder Tee und das sage ich hier euch ehrlich schon die ganze Zeit, also ich meine nicht nur die ganze Zeit, sondern überall wo ich hinkomme, werde ich gefragt, was trinken Sie denn? Das ist schon ein bisschen lustig, es ist schon seit Jahren so, das kann ich sagen, es sind 21 Jahre, seit ich das mache und ich fühle mich gut damit und gesund und munter und was soll's, wen es auch nicht interessiert und doch. Das ist mein Leben und ich teile es gerne mit euch da draußen und wie ihr euch das dann anschaut und was ihr euch da für eigene Meinung und Wahrnehmung und was auch immer, das ist eure Sache. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Ich meine, ich habe mich ja 10.000 Mal wiederholt, aber ich wiederhole mich auch gerne. Ich meine, das machen viele, viele Coacher oder was weiß ich, viele Berater, die tun auch immer mal sich wiederholen. Und ich wiederhole mich auch mal gerne, auch für mich selber gerne, damit ich das auch nochmal für mich aufnehme und mir selber auch wahrnehme, was ich überhaupt Gutes für mich und meinen Körper tue. So. Und natürlich auch für die Umwelt hier. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ciao!